Leute, heute mal ein ganz kurzes Video am Freitag. Gerade draußen gewesen, 5x400 Meter Intervalle gemacht. Richtig gut gefühlt, aber wir fangen mal gestern an. Gestern Abend lag ich im Bett, konnte erst überhaupt nicht einschlafen. Mein Kopf war die ganze Zeit noch so wach, dass ich dann irgendwann aufgestanden bin und gesagt habe, so, jetzt setze ich mich am Computer, mache irgendwas Produktives, bevor ich mich noch im Bett rumwälze. Hab dann noch bis 5 Uhr morgens an meiner Excel-Tabelle rumgearbeitet und so viele neue Sachen eingebaut. Ja, dann war ich irgendwann doch müde, bin dann schlafen gegangen und ich war sowas von wach irgendwie den ganzen Tag auch. Echt krass auf jeden Fall. Also da merkt man, dass man schon langsam wieder umstellt. Dann Training gemacht, gerade die Intervalle, 5x400 Meter, gutes Tempo eigentlich. Und ich war echt erstaunt, weil ich ja auch bei 85% Fett oder so war. Ich war sowas von fit auf der Strecke jetzt und auch die Regeneration dazwischen. Ich habe 2 Minuten Pause gebraucht, da konnte ich wieder den nächsten machen. Hatte auch kein Gefühl von Laktat oder so in den Beinen. Also eine richtig geile Sache. Zum Abendessen heute gibt's Leber. Habe ich mir vorhin wieder frisch gekauft und eingefroren. Jetzt habe ich ungefähr 800, 900 Gramm Leber in der Kühltruhe. Das reicht dann erstmal. Dazu gönne ich mir aber auch einen kleinen Klecks Ketchup, ganz normalen, damit das wenigstens nach irgendwas schmeckt. Könnte man auch ohne essen, aber so 10 Gramm Ketchup sind ja auch kein Ding. Dann habe ich mir zum ersten Mal Proteinpulver aus dem Internet bestellt. Wollte mal gucken, ob das besser schmeckt als dieses dämliche aus dem DM oder was das ist hier. Ich habe nur so ein dieses ganz normale Billigzeug, was man halt im DM bekommt. Und ich möchte einfach so einen richtig geilen Schokogeschmack mal haben, wenn ich vor allen Dingen dann die Pancakes mache oder die Waffeln oder sowas. Und dieses Zeug, das schmeckt einfach nur nach Cappuccino und das mag ich überhaupt nicht. Also das ist nicht wirklich Schokolade und vielleicht habt ihr ein paar Tipps für Proteinpulver, was wenigstens richtig Geschmack hat, womit man auch mal was backen kann. Vor allen Dingen, darauf kommt es mir an, so ein paar Muffins oder sowas. Mit dem Zeug kannst du echt nichts machen. Dann auch noch eingekauft Himbeeren, ungezuckert natürlich, da müsst ihr drauf achten. Einige sind gezuckert, mit Fruchtzucker überzogen. Dazu auch so Beerenfrüchte mit Sauerkirsche, die haben alle so um die 5 Gramm Kohlenhydrate. Und dazu auch noch also größtenteils Fruchtzucker, also kein Ding. Genauso wie Erdbeeren. Alles super, auch ketogen, kein Problem, das zu sich zu nehmen. Also diese Früchte, die esse ich dann eigentlich mal hauptsächlich. Wisst ihr eigentlich auch schon Bescheid. Ansonsten hat mir noch einer ein Video geschickt von irgend so einem Demlack, der wieder meinte, in Fleisch sind keine Vitamine. Leber ist das vitaminreichste Lebensmittel überhaupt, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich wüsste jetzt auch schon aus dem Stegreif nicht ein Lebensmittel, was noch mehr Vitamine pro Kilokalorie hat. Und wenn ihr irgendwas wisst, dann schreibt es mir unten rein. Auf jeden Fall ist Leber das intensivste oder vitaminreichste Lebensmittel überhaupt. Nur Vitamin C fehlt natürlich da drin. Das ist klar, aber ansonsten eigentlich alle B-Vitamine mit drin, auch Mineralstoffe, Eisen und so weiter. Kann man nicht meckern, ne? Und der Rest kommt aus den Früchten. Eigentlich könnte man sich von Käse, Gouda, Leber und gefrorenen Früchten eigentlich den ganzen Tag ernähren und hätte so an Mikronährstoffen und Mineralstoffen eigentlich fast alles abgedeckt. Schon mal eine coole Sache. Was habe ich noch? Genau. Gab einen Artikel von Patrick Baboumian, weil die Peter, die geile Peter, ist auch für mich eher so ein Unternehmen, was auch eher so, nicht so ganz koscher ist, sag ich mal. Also die sind auch schon ganz schön am Kacke hauen, sag ich mal. Auf jeden Fall gab es dann jetzt einen Artikel bei Patrick Baboumian und wer sich das mal durchliest, der kann das Argument mit Patrick Baboumian eigentlich gar nicht bringen als Veganer, weil er sagt selber, er muss 6000 Kilokalorien am Tag isst er, ja, damit er überhaupt die Masse halten oder aufbauen kann, 6000 Kilokalorien und der ist gerade mal 1,70 groß, wiegt natürlich auch über 100 Kilo, aber trotzdem 6000 Kilokalorien ist schon eine Menge.
da merkt man erstmal, wie viel überhaupt dann auch durchgeht. Wie viel dann er gar nicht braucht. Und er nimmt alleine zum Frühstück schon, er nimmt 8 Mahlzeiten am Tag, alleine zum Frühstück schon einen Shake mit Haferflocken und Schoko-Whey, also veganes Whey und Schoko-Sojamilch und sowas alles mit 1000 Kilokalorien. Und er sagt auch von sich selber, dass er eigentlich gar nicht so viel Gemüse mag und isst. Also er isst ja vegan. Aber was er isst, das muss in den Mengen nicht unbedingt gesund sein. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und er kann ohne die Proteinshakes und diese große Menge, kann er vegan halt nicht seine Muskelmasse halten. Und das sind dann wieder ganz andere Dimensionen, in denen man denken muss. Und vor allen Dingen hat er natürlich auch aufgrund seiner geringen Größe und der Masse, die er natürlich hat, hat er natürlich gerade bei seiner Paradedisziplin, dem York Walk, hat er natürlich dann auch Vorteile, was den Hebel und so weiter anbetrifft. Ist natürlich dafür dann direkt auf diese Disziplin trainiert und da wollen wir mal gucken, ob er den Weltrekord schafft. Zu wünschen ist es ihm auf jeden Fall, ist definitiv ein cooler Typ, aber dass dann er auch quasi missbraucht wird für irgendwelche Vorurteile oder sowas oder ja, wie soll man es sagen, für vegane Werbung, obwohl man das eigentlich überhaupt nicht vergleichen kann, was er macht und was ein normaler Mensch jetzt essen könnte, sag ich mal. Das sind Welten, die unterscheiden sich da einfach. Zweite Sache, die ich noch gesehen habe, ich hatte mir erst ein Video über Palmöl angeguckt und dann kam in der Liste oder in dem Video kam dann auch Affen drin vor, die dann halt erschossen wurden. Dann als nächstes Video kam ein paar Dokumentationen über Affen selber, über verschiedene Affenarten und so weiter. Und wird ja auch immer gesagt, hier, Gorilla werden groß und stark alleine durch Pflanzen. Gorilla sind die einzige Affenart, habe ich jetzt gelernt, die kein Fleisch essen oder die nicht jagen, die nicht andere Tiere auch jagen. Die Schimpansen und so, die es da gab, die haben andere Affen gejagt, die haben kleine Ziegen gejagt, also die haben alle Fleisch gegessen. Und selbst die Gorilla, die haben auch Termiten zum Beispiel gegessen oder andere Insekten. Das bedeutet, die haben also auch nicht 100% Pflanzenkost und vor allen Dingen die anderen Affenarten, die ernähren sich auch durch andere Tiere. Das wusste ich ehrlich gesagt früher auch nicht so, dass die zum Beispiel auch kleine Rehkitze oder sonst was jagen und die dann fressen. Sah schon sehr beeindruckend aus, wie die das Ding dann auf den Baum geschleppt haben. Aber das machen sie und obwohl sie auch keine Reißzähne oder sonst was haben und vielleicht einen anderen Magen oder sonst was, sie machen es auf natürliche Weise. Und da würde ich mir doch mal Gedanken machen, ob das bei Menschen dann, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man es machen muss, dass es evolutionsbedingt ist oder sonst was, aber dass es auf jeden Fall evolutionsbedingt nicht komplett verkehrt ist, Fleisch zu essen, dass wir nicht unbedingt 100% dafür gemacht sind, vielleicht oder vorgesehen sind, Fleisch zu essen, sonst könnte man das nämlich von den nur Pflanzen zu essen, sonst könnte man das nämlich von den Affen auch sagen. Dass man natürlich auch pflanzlich ohne Probleme leben kann, ist auch klar, aber es gibt in der Natur eben auch genügend Affen, die Fleisch essen. Und deshalb lasse ich diese Argumente einfach nicht gelten, wenn mir jemand mit solchen Argumenten dann kommt. Ja, so viel auf jeden Fall mal zu dem Thema, was es so an Neuigkeiten gibt. Ich verlinke euch das mal unten rein. Und wurde auch schon öfters gesagt, Leber enthält ja Schadstoffe, die da drin abgelagert werden und so weiter. Es war mal so vor 20, 30 Jahren, dass die Quecksilberkonzentration, dass die hauptsächlich erhöht war in der Leber. Ist aber nach neuesten Untersuchungen, verlinke ich euch auch mal unten rein, wenn ich das jetzt noch finde, auch wieder nicht mehr relevant. Also das heißt, diese Quecksilberkonzentration, die halt in den Nahrungsmitteln drin ist, die ist wieder runtergegangen und fast gleich null, weil die Tiere natürlich auch hauptsächlich kontrolliertes Futter bekommen und nicht irgendwelches Zeug. Und ein ganz cooler Punkt, den ich jetzt auch noch so viele Neuigkeiten heute gesehen habe, ist, dass einige dafür plädieren, dass Schweine oder dass in der Tierzucht allgemein, dass da auch wieder die Reste verfüttert werden dürfen. Es ist ja so, dass, ich weiß nicht, ob wegen BSE oder so, irgendeiner Tierkrankheit, dass keine Reste, also Futterreste der Menschen quasi verfüttert werden dürfen an die Tiere. Und würden wir das machen,
könnten wir eine ziemlich große Fläche an Soja oder was weiß ich nicht was im Ausland einsparen oder generell, womit die Tiere dann gefüttert werden. Und das ist doch eigentlich schon mal eine gute Idee, ein guter Vorstoß. Was mir auch noch aufgefallen ist bei diesem Palmölzeug, dass ja dieses Palmöl, dass da auch hektarweise Regenwald für gerodet wird und so weiter, und dass das Palmöl zum Beispiel nicht in die Tierproduktion geht, sondern in die ganz normale Nahrungsmittelproduktion oder auch Kosmetik oder solche Sachen oder Industrie allgemein. Und dass das alles Faktoren sind, die halt zusammenspielen. Man kann nicht sagen, Fleisch alleine ist der Auslöser dafür, dass der Regenwald gerodet wird oder sonst was. Es gibt so viele Faktoren, die man halt berücksichtigen muss. Und ich glaube, es ist an uns allen, dass wir uns einfach ein bisschen am Riemen reißen. Und wenn wir alles, ich sag mal, nur um 3/4 reduzieren, so den Fleischkonsum, mal ein bisschen darauf achten, wo das ganze Zeug herkommt, nicht die Fertigprodukte nehmen und so weiter. Ich glaube, dann könnten wir alle auch mit 10 Milliarden Menschen sehr gut auf der Erde leben. Es ist ja auch schon rechnerisch nachgewiesen worden von irgendeinem Forscher, dass unsere Nahrungsmittel aktuell theoretisch für, ich glaube, 12 Milliarden Menschen reichen würden, wenn wir die besser verteilen würden. Das heißt, wenn wir sie nicht wegschmeißen würden, so wie es halt in Deutschland und in den Industrienationen ist, sondern eben zum Beispiel die Nahrungsmittel besser verteilen würden, dass man von den Plantagen 1/4 oder was dann für die Einwohner nimmt und der restliche 3/4 wird dann halt exportiert. Und wir müssen uns dann halt in Deutschland eben auch mal mit Früchten begnügen, die vielleicht nicht gerade gewachsen sind oder sonst was. Ja, aber das ist natürlich ein großes Problem, wo die Leute halt auch alle mit am Strang ziehen müssen. Und irgendwann wird das halt nicht mehr klappen. Immer mehr Qualität, das bleibt zwangsläufig nicht aus, dass wir dann immer mehr wegschmeißen. So sehe ich das auf jeden Fall. Und wenn wir da ansetzen, die Stellschraube, ich glaube, dann könnte alles im Endeffekt viel besser laufen. Vor allen Dingen, wenn wir uns so angucken, dass Palmöl oder so zum Beispiel auch dann in Benzin wandert, in das E10 oder sonst was, dass es dafür genutzt wird zur Energiegewinnung im Endeffekt oder beigemischt wird, dann frage ich mich doch allen Ernstes, ob das dann der richtige Weg ist oder ob man nicht lieber mal ein paar Milliarden in die Hand nehmen sollte und das wirklich mal in die Elektroautos oder sonst was pumpen sollte, in die erneuerbaren Energien. Aber dafür ist natürlich kein Geld da, da exportieren wir lieber Kohlekraftwerke. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. So viel auf jeden Fall dazu zum heutigen Tag. Ist ja doch noch ein ganz langes Video geworden, aber ich hoffe mal ein paar interessante Infos trotzdem. Und ja, morgen gibt es wieder Ketonmessung und Blutzuckermessung. Alle 2 Tage werde ich das machen, nicht alle 3 Tage. Und von daher war es das für heute. Bis morgen.